Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 9. April 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, jetzt liegt sie schon hinter uns wieder, die Sonnenfinsternis von gestern Abend. Ich habe es mir live angeguckt, über die NASA, ne, denn der Schatten der Sonnenfinsternis lief ja quer durch Amerika und da war eine Live-Sendung. Interessante, faszinierende Bilder, wirklich ein Naturschauspiel ohnegleichen. Wie weit und parallel damit ja auch mit dem Höhepunkt oder mit dem größten Ausstoß der Sonnenaktivitäten, dem 11-jährigen Zyklus, was man ja dann sehr schön sehen konnte, weil der Mond ja die Sonne verdeckte und dann war drumherum, waren da der Ausstoß so, der Sonnengase und so zu sehen. Faszinierendes Bild. Was das jetzt für uns genau bedeutet, da rätseln wir viele Astrologen drüber herum. Das kann man, glaube ich, nur im individuell einzelnen Fall wirklich so ganz klar sagen. Ja, die wirkt natürlich nach die Sonnenfinsternis, der Neumond ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, dass die Sonnenfinsternis ja gleichzeitig ja auch der Neumond war. Und der wirkt natürlich noch nach wie immer beim Neumond. Da werden wir bestimmt noch in den nächsten Tagen noch ein bisschen, wie gesagt, die Nachwirkung dieser Energien bei uns und in unserem Leben spüren können. Der Mond ist allerdings jetzt schon natürlich über die exakte Konjunktion mit der Sonne rausgelaufen. Ist jetzt noch heute Morgen noch im Widder. Alle Planeten stehen hier weiterhin eng zusammen. Er wird aber dann heute Mittag um 13:23 Uhr wird der Mond aus dem Widder in den Stier wechseln, wo er bleiben wird bis zum Donnerstag Nachmittag. Dann geht es weiter in die Zwillinge. Und nach klassischem Verständnis ist der Mond im Stier erhöht. Das heißt, er fühlt sich hier besonders wohl. Der zunehmende Mond im Stier gibt uns dann ab heute Mittag für die nächsten Tage zum einen so eine gewisse Möglichkeit zur Beruhigung, wieder in den natürlichen Rhythmus vielleicht auch zu finden, sich mit der Erde zu verbinden, und auch vielleicht manche Vorhaben und Ideen und Initiativen, die möglicherweise hier der Widder Neumond hervorgerufen hat, die dann auch auf den Boden zu stellen, zu schauen, was kann ich eigentlich davon umsetzen. Sei es, dass ich hier mit Sonne Chiron, die ja jetzt auch in ihrer Genauigkeit in den nächsten Tagen nachlassen wird, dass ich hier mit Sonne Chiron nochmal alte Verletzungen, alte Wunden aufgedeckt habe, mit denen ich mich nochmal beschäftigen möchte, oder dass ich in eine gewisse Vergebungsarbeit gegangen bin, oder eben auch durch den rückläufigen Merkur, dass es hier manche Probleme sich aufgetan haben im Bereich Kommunikation oder auch in der eigenen Denkstruktur. Wenn ich an diesen Dingen arbeiten möchte, dann braucht es natürlich dafür auch die Möglichkeit, das umzusetzen. Wie mache ich es denn genau? Und dazu passt der Mond im Stier, genau eben wie eben auch positive Initiativen oder Ideen, die ich jetzt angehen möchte. Und da würde ich schon so sagen, ist heute so ein bisschen so der Tag, heute und morgen die Tage, wo ich mich so ein bisschen sammle mit dem Mond im Stier und eben auch die Konjunktion von Mars und Saturn wird exakt. Die ist dann morgen am Mittwoch, späten Abend, 22:36 Uhr exakt. Mars ja, der Herrscher im Widder, der Herrscher über den Vollmond, der Herrscher über die Sonnenfinsternis. Dieser läuft auf Saturn zu, das heißt, diese Auswirkung in ihren Konsequenzen, diese Energien, das wird sich sozusagen dann bis zum späten Mittwochabend zeigen. Trotzdem ist hier mit Mond im Stier schon eine gewisse Erholungstendenz sicherlich spürbar auch. Ne, wir sollten uns aber hier auch mit Mars Saturn genau überlegen, in welche langfristigen Projekte wir einsteigen, wo es auch eine gewisse Beharrlichkeit braucht, wo wir vielleicht auch ein bisschen gegen Mars Saturn schließlich in den Fischen, wo wir vielleicht auch so ein bisschen gegen diese verwirrenden Tendenzen arbeiten können, wie wir da eben so ein bisschen ja auch Boden unter die Füße kriegen. Das ist so ein bisschen diese Energie heute und morgen. Ja, und morgen schaue ich dann, gibt es wieder ein Tageshoroskop, wo ich dann auch nochmal die Saturn-Mars-Geschichte nochmal genauer anschaue. Ich wünsche uns heute allen einen schönen Dienstag. Macht's gut.
Bis morgen, alles Liebe und tschüss.